Willkommen zu einem weiteren TOP Guide Video. Wir befinden uns mittlerweile in der 60. Season des Turniers der Kraft. Es ist zwar nicht das 60. Video, aber dennoch will ich euch einen weiteren Guide raushauen, der euch helfen soll, auch in dieser Season so gut es geht zu bestehen. Ich hatte letzte Season so meine Schwierigkeiten gehabt. Ich habe Peppy Girls bzw. gegnerisches Universum benutzt und ich habe dennoch, obwohl ich am Ende gestruggelt habe, also war recht knapp gewesen, weil mir die Charaktere langsam weggestorben sind, 135 Millionen Punkte erzielen können. Entsprechend habe ich Platz 312 eingenommen. Kann man mit zufrieden sein? 312 der Gesamtrangliste ist gar nicht mal so schlecht. Und ich hoffe euch natürlich, oder ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr in Zukunft, wenn ihr jetzt nicht gut performt hattet, dass ihr in Zukunft gut performen werdet. Es kann nur besser werden, denkt euch das immer. Falls euch das aber hier auf jeden Fall mal weitergeholfen hat in der Vergangenheit und auch in Zukunft weiterhelfen soll, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr es nicht getan habt, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Denn diese Guides, denke ich mal, helfen dem einen oder anderen auf jeden Fall, diese 1000 CC mitzunehmen. Und 1000 CC ist ein Multi und vielleicht auch der nächste LF oder Sparking-Charakter, den ihr gerne haben wollt. Also denkt dran, das Turnier der Kraft ernst nehmen und auch die 1000 CC mitnehmen wollen. Kommen wir nun mal zum Pfad. So schaut er aus für die 60. Season. Ich hoffe, er hilft euch ganz gut weiter. Das ist nur eine optionale Möglichkeit, die ihr wählen könnt. Natürlich nehmt auch euren eigenen Pfad, wenn ihr mögt, aber hier als kleine Orientierung stelle ich euch diesen hier gerne zur Verfügung. Wir haben einige neue Charaktere bekommen und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Beginnend mit der Senkai-Unit und das wäre hier einmal Kaioken Goku aus der Namek-Saga. Er hat sein Senkai bekommen, ist, habe ich mir sagen lassen, gar nicht mal so schlecht. Er hat diese Dodge-Mechanik als erster bekommen, dass er quasi wie C17, also Goat 17, dass er einfach mehrmals hintereinander direkt dodgen kann. Seine Ki-Reaktion ist allerdings recht gering, dafür ist sein Schlagangriff sehr hoch, als auch seine Verteidigung. Und seine blaue Karte und auch seine Ulti machen enorm als auch extremen Damage. Schauen wir uns mal seinen Kit an. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf und noch in Erinnerung. Ich habe ihn gar nicht in diesem Modus jemals benutzt, deswegen auch neu für mich. Schauen wir uns mal an, was er so drauf hat. Ich sehe hier, er hat Felder, die er bufft bei Angriff mit Schlagangriff. Verbündet in Reichweite, Zug der Schaden 10% ab für wahrscheinlich, ja, insgesamt sind es ja 20, also ist jetzt keine Zuggrenzung. Also hier zweimal die Häufigkeit, 10% Damage Buff, eigener Schlagschaden 40% ab. Häufigkeit einmal, Gegner Attributsabzug, erlittener Schaden 10% Abzug, also ein für einen Zug. Und bei Schlagangriffstreffer minus 20%ige Chance auf Schlagangriff als Folgetreffer. Nicht minus, sondern 20%ige. Das war, ist einfach nur ein Strich hier. Da hat auf jeden Fall eine Mechanik wie auch Vegeto Blue, dass er die Möglichkeit hat, nach seinem Schlagangriff und die Möglichkeit oder die Chance, die steht bei 20%, dass er einen weiteren Schlagangriff einsetzen kann, sprich zweimal in einem Zug angreifen könnte. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Keine schlechte Fähigkeit. Bei Kampfbeginn. Zugefügter Schaden 30% ab für zwei Züge, nicht eliminierbar. Erlittener Schaden 15% down für zwei Züge, nicht eliminierbar. Zwei Züge reichen da auch gut aus, also ist jetzt gar nicht zu wenig. Ich sag mal, das ist okay. Die Ki-Reaktion mit 150 für zwei Züge, die ist ein bisschen wenig. Wobei, ja, das ist so ein Durchschnittswert, den man dann nehmen könnte. Deswegen ist okay. Bei Zugbeginn selbst, zugefügter Schaden 35% ab für einen Zug und erlittener Schaden 15% down für einen Zug. Generation steigt auch hier nochmal um 40. Ja, kann man machen. Kleiner Reminder oder kleine Info für euch hier. Bei mir im Haus wird gebaut und gearbeitet. Heißt, es kann sein, dass wenn ich rede, hier ein bisschen Hintergrundgeräusche zu hören sind. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Aber um auf das Kit nochmal einzugehen. Es ist solide, sagen wir es mal so. Es ist solide. Seine Siehfähigkeit bufft Schlagangriffverteidigung von Saiyajin und Episoden Freezer Saga um 35% und seine Siehfähigkeit bufft Element Grün und zugleich Freezer Saga Charakteren um die entsprechenden Werte, die ihr hier seht. Der Free-to-Play-Charakter Son Goku ist auf Namek erschienen, beziehungsweise in der Campaign erschienen und ihm bin ich dabei, auf ein paar Sterne höher zu bringen. Auf Maximum sehen seine Stats so aus, gar nicht mal verkehrt für einen Free-to-Play-Charakter. Sein Artwork ist, by the way, sogar recht gut. Das hat Legends drauf. Also die Free-to-Play-Charaktere, was die Artworks angeht, gar nicht mal schlecht. Enormer Schaden macht die blaue. Die Kraft des Trainings. Zugefügter Schaden 50% ab, erlittener Schaden 15% down, beides nicht eliminierbar. Bei Angriff mit Schlagangriff, selbst Schlagschaden 20% ab für einen Zug und regeneriert 1% Lebensenergie. Bedenkt, bei jedem Schlagangriff heilt er sich um 1%. Es klingt zwar wenig,
aber es macht schon was aus, dass er einen Heal drin hat. Bei Zugbeginn, wenn verbleibende Lebensenergie 60% oder weniger betrifft, dann selbst bufft er sich um 10% für einen Zug und also den Damage und einmal den Schlagdamage nochmal separat um 10%. Schade, dass es nur für einen Zug geht und schade, dass es nur 10% sind. Mindestens 20 hätte ich da sehen wollen. Bei Zugbeginn von Zug 1, Zugwiderschaden 20% ab für einen Zug und Schlagschaden 20% ab für einen Zug. Also dann hätten wir es jetzt mal hier. Okay, dann deine Felder ausgewählt, okay. Direkt nach Erleiden eines Angriffs selbst Zugwiderschaden 15% ab, nicht eliminierbar. Häufigkeit zweimal, also es kann bis zu 30% werden und Spezialangriffsschaden 10% ab. Das kann bis zu 20% hochgehen. Okay. Bei Beginn von Zug 3 hebt Attributsabzüge von verbündeten Saiyajin oder eventlimitiert Charakteren auf. Allen Gegnern Attributsabzug erlittener Schaden 10% ab und allen Gegnern Attributsabzug Generationsgeschwindigkeit 10% down. Und er bufft mit seiner Sichtfähigkeit Schlagangriff und Verteidigung von Saiyajin, Event limitiert oder Episode Freezer Saga um 33%. Ja, es ist nicht so gut wie das von dem Goku zuvor, aber es ist für einen Free-to-Play-Charakter recht solide. Er hat einen Heal drin, er hat Damage-Buffs drin und Damage-Reduction. Also kann man machen, wenn man eher so der Free-to-Play-Spieler ist. Kann man mal schauen, wenn man hier ein Team mit ihm bauen kann, wo er ganz gut Platz findet und wo ein gelber Charakter vielleicht noch fehlt. Kann man ihn auf jeden Fall reinsetzen. Dann sehen wir uns mal an, was das Ginyu Force so drauf hat. Das sind ja zwar drei Charaktere, also drei Karten, aber wenn man es jetzt mal genau nimmt, könnte man auch sagen, oder wenn man es jetzt mal ein bisschen lockerer nimmt, besser gesagt, könnte man sagen, es sind nicht drei, sondern fünf neue Charaktere, weil zwei davon sind Tag-Switch-Charaktere, wie jetzt hier Rikuma und Guldo. Einmal gelb, einmal grün. Und ich habe nicht für die gezammelt. Ich habe es auch nicht versucht. Spar mir meine Cecilia aber jetzt noch mal ein bisschen auf, aber dennoch gucken wir uns die Charaktere hier mal an, was sie so drauf haben im Turnier der Kraftmodus. Kira-Zone, wichtigste in dem Modus, ist solide. Wenn wir auf Guldo wechseln, dann ändert sich da nichts. Wir haben hier einen Extremschaden, den wir zufügen dem Gegner mit beiden Charakteren und die Fähigkeit ist auch auf beide Charaktere gepolt. Also egal, was ihr hier auswählt, es ist immer dieselbe Fähigkeit, die hier angezeigt wird und beginnt hier mit ausgezeichneter Kombination. Bei Kampfbeginn selbst Zug für Schaden 80% ab, erlittener Schaden 20 down, Generationsgeschwindigkeit steigt um 10% und erhaltene Füllmenge der Spezialangriffsleistung 15%. Wow, strong, direkt 15% hoch bei Kampfbeginn, sehe ich gerne. Bei Angriff, eigener Zug der Schaden 15% ab für einen Zug, eine kritische Rate 20% ab und Gegner-Attributsabzug erlittener Schaden 10% ab, beides für einen Zug ebenfalls. Und bei Spezialangriffstreffer des Gegners, beim Gegner, stunt er diesen auch. Oha. Okay, bei jedem Angriff, denkt dran, gilt zwar nur für einen Zug, aber bei jedem Angriff bufft er sich um die Menge. Dann haben wir hier nochmal einen Cover-Change. Bei 30% Leben oder weniger eines Verbündeten wird ein Deckungswechsel beim Schlagangriff aus. Und bei Zugbeginn, wenn eigene Lebensenergie 60% oder weniger betrifft, erlittener Schaden 10% down für zwei Züge, Häufigkeit einmal. Eigene Spezialangriffsleiste steigt nochmal um 15%. Zweimal, sogar also 30. Okay, also ihn will man quasi auf 60% oder weniger haben, was jetzt eher paradox ist, weil man die Charaktere ja nicht so schnell runter haben möchte, auf was die Lebensenergie angeht. Und dann noch zu diesem Part, Zug der Schaden von Verbündeten 10% ab für zwei Züge, heißt er bufft auch seine Verbündeten. Interessant. Und es hört nicht auf! Bei Ende von Zug 2, verbündete Freezer-Armee oder Ginyu-Kommando in Reichweite regeneriert er 2% Lebensenergie und Zug der Schaden 10% ab. Er bufft noch mehr die Verbündeten, ich glaub's nicht. Und wir sind immer noch nicht fertig. Direkt vor Erleiden eines Schlagfern- oder Spezialangrifftreffers. Bei eigenem Element Nachteil switcht er, regeneriert dabei 2% Lebensenergie, wechselt sein Element und das Ganze kann zweimal passieren. Heißt, er kann von Rikum zu Guldo wechseln und von Guldo zu Rikum. Je nachdem, wie er startet, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja, Rikum startet. Kann er zweimal hin und her wechseln und sich entsprechend heilen. Stronger Mechanik. Und auch direkt vor Deckungswechsel eines Verbündeten tritt dieser Effekt in Kraft. Heißt, er ist dann im vorteilhaften Element, wenn er den Deckungswechsel vollzieht. Schlagfernverteidigung von Ginyu-Kommando oder Episode Freezer-Saga oder Freezer-Armee 35% ab und Schlagangriff von Episode Freezer-Saga 18%. Muss ich nichts zu sagen. Leute, diese Unit ist einfach gut. Ich gehe mal davon aus, dass Jeez und Barter ebenfalls recht gut sind. Sie sind blau und rot. Selbe Mechanik wie eben bei Rikum und Guldo. Ist es auch hier so. Switch bzw. Tag-Mechanik. Wir haben hier eine sehr geringe Kira-Reaktion. Ich hätte es nicht gedacht.
für einen so schnellen Charakter, also Bartha ist ja immer, betitelt sich selber als der schnellste des Universums, aber 2200 sorgt dafür, dass er nicht schnell angreift. Extremer Schaden macht die blaue und die erste Fähigkeit, blaue und rote Kombination, steigert den eigenen zugefügten Schaden um 80%, der Schaden von Verbündeten um 10% für zwei Züge, direkt hier mit einem Verbündeten-Buff kommen die um die Ecke, für zwei Züge. Erlittener Schaden 20% down, eigene Kiration steigt um 15%. Ich denke, gleich kommt noch irgendwas mehr mit Kiration, weil 15% ist zwar viel, aber da geht noch mehr. Bei Angriff, bei eigenem Element Nachteil, Spezialangriffsleiste 15% ab, einmal ist das möglich und dann ist halt der Deckungswechsel, der Elementnachteil, der wird einmal geswitcht, der Faktor. Das geht aber nur einmal, außer bei Ausführung eines Rising Rush, da switchen sie nicht. Okay, also im Gegensatz zu Rikum und Guldu switchen sie nur einmal bei der Fähigkeit, okay. Der Stolz des Elite-Kommandos, direkt vor allein eines Schlagangriffs, haben sie einen Deckungswechsel für Verbündete, 30% oder weniger Lebensenergie. Bei Deckungswechsel, eigener Fernschaden steigt um 20%, die Leiste, die blaue, steigt um 15%, allen Gegnern Attributsabzug, Kinerationsgeschwindigkeit 5%, nicht 5% down, das ist strong. Allen Gegnern Attributsabzug, erlittener Schaden 25% ab. Direkt nach Erleiden eines Angriffs. Zugefügter Schaden 15% ab, Häufigkeit zweimal und Spezialangriffsschaden 10% ab. Ich finde da Rikum und Guldu ein Ticken besser, aber diese 5% Ki-Reaktion, die bei dem Gegner runtergeht, das ist strong. Wir halten fest auch, beide Units buffen die Verbündeten. Das ist so ridiculo. Schlagfernangriff von Ginyu-Kommando Episode Freezer-Saga, Freezer-Armee 35% ab und Fernverteidigung von Episode Freezer-Saga 18% ab. Sehr strong, diese Units. Man muss sagen, es muss, gerade für Anfänger, die noch nicht viel gesammelt haben, geht auf jeden Fall in das Banner von diesen Ginyu-Force-Charakteren rein. Das lohnt sich safe, weil ihr gerade mit diesen Units alle Faktoren abgedeckt habt. Und jetzt fragt euch natürlich, hä, aber wo ist denn Lila? Lila haben wir hier mit Captain Ginyu, der ein Revive hat im PvP. Mal gucken, wie sich das hier in der Turnier der Kraft-Modus auswirkt, diese Mechanik. Ob es so eine Mechanik gibt, ich denke mal schon. Auf Max Deaths Kiration 2361 plus nochmal bei Freundschaftsrang 10, 150 drauf ungefähr. Ja, ist solides Mittelfeld. Extremer Schaden macht die blaue. Und dann haben wir hier schockierende Geheimtechnik. Bei Kampfbeginn selbst 80%iger Damage Buff und 15%ige Damage Reduction. Kiration steigt um 70. Ist wenig. Bei Angriff mit Schlag oder Fernangriff zugefügter Schaden 10% ab. Spezialangriffsleiste 5% ab. Bei jedem Angriff eines Schlag- oder Fernangriffs, den er selber durchführt, steigt seine blaue Leiste um 5%. Ja, warum nicht? Wenn eigene Lebensenergie auf 0 fällt, hat er seinen Revive, wird mit 100% Lebensenergie wiederbelebt, hat dann einen 20%igen Damage Buff, einen 10% Damage Reduction und Spezialangriffsschaden steigt um 15%. Und wenn er sich in diesem Modus einmal revived hat, im Gegensatz zu PvP, bleibt er auch für die nächsten Kämpfe direkt in diesem Modus drin, sprich im Körper von Son Goku, kann man sagen. Das setzt sich dann pro Kampf nicht zurück. Leider, kann man schon fast behaupten. Direkt vor und vor allem, ich gehe davon aus, dass hier diese Buffs, 80%ige Damage Buff und 15%ige Damage Reduction, dass diese Buffs hier zu diesen vorher genannten dazukommen. Also hier, Moment, jetzt haben wir es hier. 20% und 10% kommen zu diesen dazu. So denke ich es mir. Falls ich falsch liege, korrigiert mich in den Kommentaren. Direkt vor Erleiden eines Schlagangriffs führt ein Deckungswechsel auf für die Felder, die ihr hier seht. Gar nicht schlecht, so um ihn herum. Bei Beginn von Zug 2. Eigener zugefügter Schaden 20% ab und für zwei Züge. Kiration steigt um 50 für zwei Züge. Ja, sind wir bei 50, hier 70, 120. Ja, okay. Also Freundesrang 10 sollte man schon mit ihm haben. Gegner-Attributsabzug, erlittener Schaden 15% ab. Zwei Züge und Gegner-Attributsabzug, Kiriationsgeschwindigkeit 30 down für zwei Züge. In Kombination mit Jeez und Bartha ist das auf jeden Fall strong. Auf jeden Fall. Im Kampf, Basisschlagangriff, Verteidigung von Ginyu-Kommando oder Episode Freezer-Saga oder Freezer-Armee 35% ab und Fernangriff von Episode Freezer-Saga 18% ab. Hier nach der Verwandlung sind seine Fähigkeiten gleich geblieben.
nur hier der Status, also hier die Stats, die Kira-Nation, geht ein wenig nach oben. Und auch die anderen Stats, versteht sich. Aber da dürft ihr jetzt kein Wunder erwarten, das ist recht gering gehalten, aber ich denke, die Kombination mit den anderen Charakteren ist verdammt gut. Also diese neuen Ginyu-Charaktere sind 1A gestaltet. Man muss das natürlich mögen, was die Animation angeht. Ich finde sie recht witzig, aber dennoch versuche ich jetzt meine CC zusammenzuhalten und gehe da nicht rein. Wenn ihr neu seid, safe. Geht in das Banner hinein. Die Units sind sehr gut. Was die Teams angeht für diese Season, habe ich mal das Team gelassen, welches ich vorherige Season benutzt habe und auch nach Z bis A gefiltert. Und ihr seht, es sind fast alle Charaktere dabei, die ich auch letzte Season dabei hatte. Wir haben hier zwar ein Mädels-Team, aber es besteht hauptsächlich aus gegnerisches Universum-Charakteren. Wir haben zwar hier noch eine Videl dabei und eine Mai, aber, oder zwei Videls und eine Mai, aber an sich könnte man auch hier gegnerisches Universum spielen. Deswegen Mädels als auch gegnerisches Universum sind Charaktere oder Kategorien, die ihr auf jeden Fall benutzen könnt. Wenn wir mal jetzt nur auf die Mädels rüber switchen und diese befinden sich hier ein bisschen weiter oben, dann sehen wir, dass auch hier eine große Auswahl vorhanden ist. Also egal welches ihr von diesen beiden Teams nimmt, ihr seht hier ein Beispiel, wie ich es gemacht habe letzte Season, das kann ich jetzt 1:1 übernehmen. Und ihr seht einmal hier den ersten, den siebten Platz hier von der Gesamtrangliste, dass dieser auch Mädels genommen hat. Wichtig hierbei ist, ich habe in vorherigen Guides immer mal wieder gezeigt, wie ihr die zusammenstellen könnt, welche ihr am besten benutzen solltet. Auch jetzt die 1000 Tagebäume sehe ich hier. Die muss man erstmal haben. Und vor allem die Charaktere müsst ihr erstmal auf hohe Sterne haben, damit die euch nicht zu schnell abkratzen. Das wäre schon wichtig. Zwei Sterne rot ist so, sage ich mal, das Beste. Alles darüber hinaus ist ein nettes Extra. Aber zwei Sterne rot wäre schon das Beste, was man haben könnte, weil da die Stats erst danach bei 7 Sterne rot wieder richtig gut hochgehen. Aber ansonsten alles darunter könnte schwierig werden. Deswegen achtet darauf, dass ihr auf hohe Sterne die Charaktere habt und dann seid ihr eigentlich good to go, was den Run angeht für die Season. Da müsst ihr natürlich nur darauf achten, dass ihr die zu schwierigen Felder ein bisschen umschifft. Ansonsten verrecken die Charaktere auch recht schnell. Platz 1 hat aktuell Cyborgs besetzt und die Cyborgs sind auch sehr strong. Also vor einigen Season hat es so angefangen, dass die Cyborgs immer mal häufiger dabei sind. Die hatten mal eine Zeit lang auch wieder nachgelassen, aber hier seht ihr, dass der Dude auf Platz 1 nicht nur Cyborgs dabei hat. Er hat auch Pycon dabei und auch einmal Namek Goku, also den Super Saiyan Goku, als auch Tals. Recht komisches Team, funktioniert aber anscheinend. Wir sind zwar noch recht am Anfang dieser Season, aber wir haben hier in meinem Fall jetzt mal ein vernünftiges Cyborg-Team zusammengestellt, was auch wirklich aus Cyborgs besteht, hauptsächlich aus Cyborgs. Und hier habe ich unter anderem auch die Free-to-Play 18 mitgenommen. Die könnt ihr auch mitnehmen. Die bufft ihr eure Verbündeten. Ihr habt da entsprechend auch eine blaue Leiste, die relativ schnell gefüllt sein kann. Und entsprechend habe ich natürlich das übliche Duo dabei. C16 und C18. C18 bufft die Charaktere schräg vor sich. C16 als kleine Hilfestellung, falls die mal damit zu viel Schaden frisst, dass er reinspringt und sie einen Deckungswechsel halt einsetzt. Dasselbe hätten wir auch jetzt hier mit diesem Super 13. Er hat auch einen, jetzt müssen wir gerade gucken, welchem hier in der zweiten Fähigkeit, er hat auch einen Deckungswechsel und er hat eine garantierte blaue Karte bei Beginn von Zug 3. Ist auch eine Möglichkeit, die wir mitnehmen können. Ihr könnt auch auf den verzichten und lieber hier, wenn ihr da nochmal ins B-Tier reingehen wollt, auch einen anderen Charakter mitnehmen, wie zum Beispiel die C21, die grüne, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt mal ihn mitgenommen, weil ich auch die rote C21 mitgenommen habe und generell drei weitere rote Charaktere dabei haben und diese Senkai-Fähigkeit, davon profitieren die alle. Zusätzlich habe ich auch nochmal hier Gamma 2 mitgenommen, welcher eigentlich auch nochmal eine gute Möglichkeit ist, in die Mitte zu setzen. Oder neben C18, weil er, wie ihr seht, er bufft die Verbündeten, er heilt die Verbündeten, ist also auf jeden Fall eine gute Ergänzung für das Team. Und ich würde sagen, Cyborgs ist wirklich sehr stabil diese Season unterwegs. Team Nummer 3 wäre Kinoversion Sage. Habe ich lange nicht mehr in meinem Raster dabei gehabt, aber Kinoversion Sage ist auch sehr gut dabei. Ich habe meinen Gamma 2 dabei gelassen in diesem Team. Er ist auch ein Kinoversion-Charakter, heißt, man kann ihn in diesem Team benutzen. Und auf der Bank habe ich jetzt mal erstmal die zwei Tals
hingepackt. Einmal den Extreme Tiles, auch als den Zenkai Tiles, den Sparking. Er könnte hier unseren Bojack buffen, der eine garantierte blaue hat. Und dieser Bojack kommt natürlich immer mit dem roten Bojack einher, der eine Erweckungsfähigkeit hat. Er kann den Gegner damit zwar nicht besiegen, also KO'en, aber dafür gut Damage verursachen. Und diese sind Charaktere, die wir halt gerne mitnehmen, um halt Schaden zu generieren. Ansonsten Gamma 2, wie gesagt, als Buffer und Healer. Goku, Birdku haben wir dabei. Der wird gerne hier so positioniert, dass er die Felder hinter sich und vor sich bufft, als auch, also hinter sich und vor sich. Da war jetzt nichts anderes. Dafür den Deckungswechsel aus und halt die Verbündeten. Zudem bufft er die Kinoversion-Charaktere, also ist auch eine gute Ergänzung für das Team. Als Free-to-Play-Möglichkeit habe ich hier auch nochmal den C13 mitgenommen. Er ist auch ein sehr guter Charakter, wenn man gegen Saiyajins kämpft. Dann hat er nochmal einen Damage-Buff, als auch seine blaue Leiste. Die füllt sich relativ schnell. Deswegen kann man ihn auf jeden Fall als Free-to-Play-Variante mitnehmen und er verkrüppelt auch die Gegner. Zwar für einen Zug, was die Kreation und Schaden angeht, aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Habe ich auf 7 Sterne rot, ihr im besten Fall auch. Der war ja Free-to-Play zu erspielen auf diese Weise. Und dann könnte man aber auch nochmal andere Charaktere mitnehmen. Ich bin jetzt hier im Z bis A Tier. Hier kann man einiges noch mitnehmen. Ihr könnt auch ein Volk der Hera-Team bauen. Zum Beispiel Goku ist dabei oder die anderen Boys und Girls von der Bojack-Bande. Wenn wir jetzt ins B-Tier reingehen, seht ihr, dass ich da Goku und die Cyborgs rausgenommen habe. Da gibt es noch ein paar andere Charaktere, aber sind wir ganz ehrlich, geht auch gerne ins C-Tier. Da gibt es zwar nicht so viele Punkte, aber dennoch, wenn ihr jetzt hier ein, zwei Ultras mitnimmt oder andere LF-Charaktere, dann solltet ihr auch gut bedient sein. Also ihr könnt jetzt die Orange Piccolo, Beast Gohan, ihr könnt Gogetas mitnehmen, wie ihr wollt. Dennoch solltet ihr genügend Punkte rausholen, damit ihr die 1000 CC bekommt. Aber wie gesagt, 2 sollten kein Problem sein. Ab 3 könnte man das schon als kritisch bewerten, aber 2 Charaktere aus dem C-Tier, 0 Probleme an der Stelle. Es gibt noch viele andere Teams, die man benutzen kann. Ich habe mich jetzt hier für GT entschieden. Schaut euch mal gerne durch, wenn ihr nach Z bis A filtert und am besten hier nach Kira-Nation, welche Teams für euch noch so in Frage kommen, was euer Raster so hergibt. Wie gesagt, habe ich mich jetzt hier auf GT einmal fokussiert, weil wir hier auch viele GT-Charaktere dabei haben oder Teams, die GT spielen. In der Rangliste und hier haben wir einen gefunden, der auch einen ganz interessanten Charakter mitnimmt, den ich gar nicht so auf dem Schirm habe und das wäre einmal dieser Hyper-Mega-Rildo. Er hat ähnlich wie einer der Piccolos die Fähigkeit, nicht nur einen Deckungswechsel auszuführen, sondern er kann einen Deckungswechsel für einen Spezialangriff ausführen. Heißt, wenn jemand von dem gegnerischen Team euren Charakter mit einer blauen Karte attackiert, dann führt dieser Rildo einen Deckungswechsel aus und springt dazwischen und hat dann währenddessen nochmal eine 40%ige Damage Reduction. Und das ist etwas, was sehr interessant ist. Man kann es mitnehmen, wirkt recht unscheinbar. Er ist ein Extreme-Charakter, hat also sonst nicht viel mehr zu bieten. Wir haben zwar auch hier einen Vegeta dabei, also Baby-Vegeta, der ist ein Sparking, aber auch er glänzt nur da an der Stelle mit seinem Buff für die Verbündeten und seinem Self-Heal. Aber ansonsten ist er vom Damage vermute ich jetzt mal nicht so strong. Ich bin recht unerfahren, was das GT-Team angeht. Ich habe jetzt hier mich an dem Boy hier orientiert. Wenn ihr ihn habt, würde ich auch an eurer Stelle diesen Extreme Super Shenlong mitnehmen. Er ist zwar ein Extreme-Charakter, aber verdammt gut. Bei Kampfbeginn 4 Verbündete GT oder mächtiger Feind. Dann hat er entsprechende Buffs. Kiration steigt, er hat einen Fernangriffsschaden, Spezialangriffsleiste steigt. Bei Spezialangriffstreffer heilt er sich. Und alle Gegner werden stark vergiftet für 2 Züge. Gebt euch das mal. Ansonsten hat er hier einen regulären Siegfähigkeit, aber er ist recht strong. Den muss man aber auf hohe Sterne haben. Ansonsten, wenn ihr hier sagt, okay, ich habe jetzt beim Z bis A Tier nichts, dann geht auch gerne mal ins B Tier rein, guckt, was ihr da vorfindet. Das ist jetzt nicht sehr viel, deswegen würde ich eher sagen, springt runter zum C Tier und nehmt euch mindestens Super Baby 2 raus. Den Healer eures Teams, den Healer eures Vertrauens, der müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall in dem Team mit dabei sein, hat der junge Mann hier jetzt nicht, Ace Venture, aber wir oder ich würde euch raten, das auf jeden Fall mit in euer Team zu packen, diese Karte hier, diesen Charakter, weil er hat für die Verbündeten neben ihm einen Heal parat. Ansonsten Free-to-Play Shenlong, Omega Shenlong wäre auch dabei, nehmt ihn gerne mit, wenn ihr mögt. Ansonsten habt ihr hier noch eine kleine Auswahl an Charakteren, die ebenfalls in das Team passen. Und das war mein Guide für das 60. Turnier der Kraft. Ihr müsst es euch mal geben, lasst es euch auf der Zunge zergehen. 60. Turnier der Kraft.
Ihr müsst es nicht so sehen, dass ihr 60 Mal diesen Durchlauf immer wieder kämpfen müsst, dass ihr euch auf die Felder begibt und da teilweise auch struggelt. Denkt einfach daran, dass bis hierhin ihr allein durch diesen Modus 60.000 CC bekommen konntet. 60.000, gebt euch das. Pro Season 1.000 CC, das 60 Mal, einfach der Wahnsinn. Deswegen, falls ihr keinen weiteren Guide und CC verpassen wollt, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo auf jeden Fall. Dann wäre euch geholfen und mir geholfen, quasi eine Win-Win-Situation. Und dann hören wir und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.